Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme The Binding of Isaac, die Opferung von Isaac. Ja, ich wollte ja eigentlich heute mal eine Challenge spielen, das habe ich vorhin noch versucht, das hat leider nicht so geklappt und deswegen spielen wir ganz normal. Wenn nicht so geklappt, meine ich bin elendig verreckt. Und zwar so, dass ich direkt keinen Bock mehr hatte, irgendeine Challenge zu spielen. Ich habe diese It was a dark night, gespielt, also... Naja, egal, ich mag es auf jeden Fall nicht. Wobei es eigentlich lag weniger an der Map als an den, also daran, dass ich keine Map hatte, sondern einfach an den Items, die ich bekommen habe. Die waren einfach alle scheiße. Und jo, jetzt haben wir ja hier die Sanduhr bekommen, die habe ich noch überhaupt nicht erklärt. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. Ja, mit der Sanduhr verlangsamen wir Gegner, so wie das diese eine Spinne sonst kann. Also die Widow. Nee, Widow? Weiß nicht, irgendwer kann das auf jeden Fall. Wir machen das jetzt einfach mal gleich hier beim Bosskampf. Ach genau, ich habe gar keinen Schlüssel. So, hier ist jetzt bestimmt irgendwas Gutes drin. Wow, Bomben. Grandios. Geheimraum. Eine Münze. Bombe. Und ein blaues Herz. Naja. Okay. Jetzt zeige ich euch das mal beim Duke of Flies. Der wird jetzt natürlich irgendwen spawnen. Jetzt mache ich aber den da. Jetzt ist er erstmal schön verlangsamt. Und seine ganzen Kugeln, alles was er spawnt, ist alles langsamer. Und ich mache ihm jetzt hier schön Schaden in der Zeit. Aber es dauert nicht so lange. Das seht ihr jetzt hier schon wieder zu Ende. Irgendwie hat mich schon wieder irgendeiner von diesen Kackfliegen getroffen. Jetzt hat er auch schon seine tollen Riesenfliegen hier, die man irgendwie 4-5 Kugeln braucht, also 4-5 Tränen. Aber leider auch die bringen dir nichts, deine tollen Security-Leute hier. Denn nicht die Masse macht's, sondern die Qualität. Ja, den hat er in mich reingeschossen, oder was? Die Fliege. Ja, natürlich trifft er mich noch. Ach Gott, Jesus Juice Range und Tears Up. Na gut. Jetzt haben wir keine Münze, keinen Schlüssel, keine Bombe. Ja, mal gucken. Ah, da muss ich mal gucken, weil wir brauchen halt einen Schlüssel, ne? Und hier eine Bombe für den blauen Stein. Okay, damit wäre unsere Sanduhr wieder bereit. Natürlich kriege ich mal wieder Schaden sofort. Was ist denn heute los? Okay, gut, so. Weiter geht's. Nicht gut. Okay, doch, das eine Steak hat sich selber getötet. Gegen Steak-Suizid habe ich nichts. Schlüssel habe ich aber leider keinen. Und Bombe auch nicht. Schlüssel! Juhu! Okay. Und was gibt's? Es gibt 25 Cent. Wow. Na, da war noch einer. Noch ein Penny. Ja, bloß in den Shop komme ich leider nicht rein. Ohne Schlüssel. Ja, 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 genau. Ey, diese behinderte Kackfliege, jetzt mal ohne Witz. Was ist denn da los? Grandios, ey, ganz ehrlich. Unfassbar.
Na komm, der ist eh gleich tot. Der muss gleich tot sein. Ja, komm, Larry, du stirbst jetzt. Wusstest du das noch nicht? So, tot. Na also, okay. Vier Herzen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas tausche. Machen wir mal mehr Schaden, oder? The Damage Up. Hat es halt zwei Herzen gekostet. Na, wir gucken mal. So, jetzt habe ich eine Bombe. Jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal hier das wegsprengen. Wenn ich Glück habe, ist da ein Schlüssel drin, ne? Nö, aber blaues Herz. Dann Bomben habe ich jetzt eh keine mehr, um nach dem Geheimraum zu suchen. Dann würde ich sagen, wo ich schaue nochmal hier oben vorbei. Schaden kann es nicht. Okay, doch, kann eindeutig schaden. Aber eher ihm als mir, denn wir machen übel Schaden. Wow. Okay, da muss man jetzt echt aufpassen ein bisschen. Boah, ich sag noch, da muss man jetzt aufpassen. Was mache ich? Ich renn voll rein, ey. Ich bin aber auch behindert. Na, so, haben wir's. Wurde ich einmal getroffen, aber okay, wir machen jetzt echt Schaden. Ohne Witz, wir machen jetzt echt Schaden. Okay, Schlüssel habe ich leider immer noch nicht. Um mal in den Shop zu gehen zum Beispiel. Doch, jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt gehe ich mal in den Shop und habe jetzt einfach eine Hoffnung, dass ich da jetzt noch einen Schlüssel wieder kaufen kann. Gut. Okay, Schaden lädt unser Space-Item auf und einen Schlüssel. So. Habe ich immer noch 16 Münzen. Sehe ich aus wie eine Nonne. Wow. 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 Wieso, wie oft dreht der sich? Der hat doch eigentlich... Weißt du, manchmal haben die gar keinen Plan, wo sie lang müssen. Manchmal sind die so zielsicher und drehen sich dann genau hinter einem... Oh, nee. Nicht diese komischen Behinderten. Nein, nein. Okay, gut. Da bin ich nochmal rausgekommen. So, gut. Jetzt muss ich überlegen, was wir als nächstes tun. Itemraum, Boss und dann ins nächste Stockwerk. Na, komm. Ein Herz, was mir nichts bringt. Okay, Harlequin Baby. Harlequin Baby schießt so. Ja, so gesplittete Schüsse. Quasi so wie. Also, wir haben jetzt auch wie so ein Shotgun quasi, weil wir schießen geradeaus und das nach links und nach rechts. Und was können wir kämpfen? Um eine rote Spritze. Ja. Poison Touch. Naja. Poison Touch ist jetzt nicht so das, was ich jetzt unbedingt brauchte, aber meinetwegen. So. Diese kleinen behinderten Riesen, also großen behinderten Riesenfliegen, da müssen wir erstmal töten und danach können wir die ganzen kleinen Kollegen töten. Oh fuck, diese. Okay, die Tower sind nicht so geil. Aber wir machen ganz schön Schaden. Der ist sofort down. Eben zumindest der eine. Und einen Schlüssel kriegen. Ey, wir kriegen noch einen Schlüssel. Wir können rein theoretisch in die Bücherei. Wobei, ich will kein anderes Space-Item. Ich bin mit meinem Slowing-Effekt hier ganz zufrieden.
So. Ja, ja, schieß ruhig, du kleiner Penner. Das macht mir nichts aus. Ja, übrigens, sorry, dass das Video heute so spät kommt, weil ich war den ganzen Tag weg und konnte es jetzt erst aufnehmen und muss dann auch noch rennen und hochladen. Und das dauert alles. Sobald das geteilt ist, also wenn die Teile noch kleiner sind, dann muss ich gleich mal slowen. Oder muss ich überhaupt bei dem Boss? Ja, muss ich. So, jetzt hat mir das nicht viel gebracht, aber egal. Okay, ein HP mehr. Was gibt's heute? Den Nagel oder den Vertrag. Aber wir machen schon vollen Schaden, oder? Ne, wir machen nicht ganz vollen Schaden, aber wir machen ganz gut Schaden und das reicht mir erstmal. Ja, eine Bombe wäre jetzt halt nicht schlecht, ne? Jetzt die Frage, nehme ich den einen Schlüssel, den ich habe, um ein anderes Space-Item zu holen, was mir vielleicht was bringt, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verschwende ich den Schlüssel auch. Ne, ne, das ist es mir nicht wert. So, jetzt müssen wir im Prinzip... Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich nur Itemraum. Eigentlich würde es mir reichen, einfach nur den Itemraum zu finden. Ja, du und du auch. Und gucken wir mal, was wir kämpfen können. Nee, ich habe nur einen Schlüssel. Um eine goldene Truhe erstmal nicht. Wow. So. Du stirbst. Der mit. Oh, Riesentrollbomb. Genau. Was auch sonst? Eine Riesentrollbomb. Ich habe ja keine anderen Probleme, ne? Okay, Itemraum. Wo hast du dich versteckt? Boah. Das war wieder so übertrieben unnötig. Oh fuck. Okay, das haben wir schon mal. Wie machen wir das jetzt? Es ist auch so blöd hier so abgedeckt, ne? Okay, jetzt haben wir es. Nein, geh weg. Na also. Okay, in den Shop wollte ich eigentlich gleich. Wieso bin ich jetzt eigentlich weitergegangen? Ich wollte doch in den Shop zurück. Weil mit 17 Münzen lässt sich da doch noch einiges machen, habe ich das Gefühl. So, gucken wir mal nach. Natürlich haben wir hier einen Boss drin, ne? Wir sind ja auch immerhin schon in Caves 2, ja? Da, wo man immer einen Boss erwartet. Ach, komm. Ganz ehrlich, das geht mir so auf den Sack, dass man hier nie mal normal einkaufen kann, weißt du? Bestell ich halt ab sofort doch alles bei Amazon, ganz ehrlich. Das sind Läden, in denen man nur angegriffen wird hier, ja? Und zum Kaufen gezwungen. Unfassbar. Behinderte Spasti, ja. Wow, Geld habe ich so nötig. Ich wollte ja zum Glück auch eben kein Geld ausgeben. The Carriot, super. Mann, ist doch scheiße. Weißt du, dann willst du dein Geld ausgeben, dann kriegst du noch welches. Ja, eine Trollbomb, juhu.
of Shadows. Ja, deine Mutter Book of Shadows. Was will ich denn damit? Ich hasse das, dass man bei manchen Runden einfach solche übertriebenen Items kriegt und manchmal einfach nur so scheiße, ja? Ja, genau. Springt mir doch hier alle in die Fresse rein, bitte, ja? Oh, Geheimraum. Okay, Bob's Rotten Head könnte man eigentlich aufnehmen. Wobei, ja, ist halt die Frage. Nee, ich nehme nicht Bob's Rotten Head ist nicht schlecht. Na, hallo? Bob's Rotten Head ist nicht schlecht, aber das ist halt auch nur so eine Bombe, die man wirft in eine Richtung. Und das war's. Ja, komm, stirb. Warum ist er jetzt nicht gestorben? Jetzt ist er gestorben. Ah, Mann, ich will Items. Gute Items. Ich glaube, es wird eine übelste Fail-Runde. Fail-Runde, genau, vor allem. Fail-Runde. Also ich glaube nicht, dass wir hier jetzt irgendwie groß was auf die Reihe kriegen. Weil wir auch noch nichts Gutes gefunden haben bisher. Nein, wir geben jetzt mal unser komplettes Geld aus, weil im Shop werden wir wahrscheinlich eh nichts mehr ausgeben können. Wenn hier schon so ein Boss kommt, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Stockwerken auch nicht besser. Wir müssen echt hier unser Geld loswerden. Wow, 4 Bomben. Aber weißt du, Hauptsache nicht mal irgendwie ein Dollar oder irgendwie. Irgendwas anderes Cooles. Irgendwas Cooles halt mal. Irgendwelche Pillen, irgendwas. Irgendwelche Bomben immer nur hier. Hallo? Ich will Pillen.